Ja, und hallo zu einer ersten Folge Horse Paradise. Ja, ich habe gestern eigentlich schon angefangen, dieses Spiel zu spielen. Hatte auch aufgenommen, aber irgendwie hat die Aufnahme gesagt, nö, ich will nicht. Ich hatte es erstmal versucht, über OBS aufzunehmen mit neuen Einstellungen, mit besseren Einstellungen, weil ich habe gesehen, dass das so ein bisschen gekriselt hat. Jetzt bin ich wieder zurück zu Windows Xbox gegangen, weil die Einstellung da von vornherein besser und einfacher ist. Ja, worum geht es im Spiel? Ja, man hat einen Stall, man hat ein anfängliches Pferd, man kann hier Preise gewinnen. Ja, Ton erstmal weg, weil das Spiel ist doch ein bisschen lauter. Ich kann es leider nicht irgendwie einstellen im Spiel. Ich muss mal gucken, ob ich das bei der Bearbeitung einstellen kann. Ja, man hat halt sein erstes Pferdchen, das ist hier das Celtic Firestar, das ist ein Mustang. Man hat einen Stall, den muss man ausbauen. Es gibt mehrere Farmen, die muss man ausbauen. Hier genau, hier sehen wir die Mustangs. Das sind die Mustangs. Dann haben wir hier die Shetties, da kommen die jetzt alle. Dann haben wir Clydesdales, da haben wir sogar ein Shire Horse. Was haben wir hier? Fohlen. Ja, mehrere Fohlen. Keine Ahnung, was die bringen sollen, ob die noch größer werden. Ich glaube es eher weniger. Ja, und dann kommen wir hier zu Pegasus und wir haben sogar ein Alicorn hier. Ja. Und Baby Pegasus. Ja, die kann man sich ja spielen, aber man braucht halt entsprechend entweder das Level oder halt einen großen Stall. Ich hätte jetzt eigentlich vor, ein paar Rennen euch zu zeigen und auch die Questen hier. Ja, man kann hier durch die Gegend dackeln. Indem man da anklickt, da sind so die Farmen. Da kriegt man halt die Futtersachen her. Ja, man braucht da natürlich Hufeisen für, das kostet Kohle. Und das war auch die Farm, die eigentlich noch nicht ausgebaut war eben. Deswegen, ich wollte eigentlich die Karotte haben, aber ja, ich muss sie eh ausbauen. Ja, super. Gut, machen wir auch noch schnell. Kein Thema, Upgrade. Ja, Achievement, das geht im Endeffekt, das levelt. Wir leveln da selber durch. Und unsere Pferde leveln wir halt in Rennen. Ich blicke noch nicht so ganz durch. Ja, man muss sie füttern, das ist der einzige Nachteil. Da holen wir lieber noch ein bisschen was. Ja, brauchen wir eh. Rennen und Freerun. Also Rennen ist am einfachsten, Freerun dauert ein bisschen länger. Ja, wir müssen unser Pferdchen füttern. Ist klar, geh weg. So, damit füttern wir und dann kommen wir hier mit den Leveln hoch, mit den Energiepunkten. Okay. 13 Energie. Und wir machen uns Sound besser wieder an. Ach, wir brauchen 13 Energie. Dann machen wir halt ein normales Rennen. So, das sind die üblichen Rennen. Das ist einfach nur Klick hier auf den Bildschirm im richtigen Moment und Ende Gelände. Es gibt ein paar Items, die kann man dafür nutzen. Mal sehen, ob wir jetzt hier eins sehen. Da, oh, der Magnet, ja. Da sammelt man das ganze Zeug auf. Ist halt leider schnell aufgebraucht. Bringt uns halt in dem Moment mehr Hufeisen, die wir brauchen können. So, okay, wir sind ziemlich nahe gekommen. Aber wir haben gewonnen. Okay, das ist mir jetzt des Öfteren schon aufgefallen, dass wir in so einer Kopf-an-Kopf-Rennen war, dass wir dann trotzdem gewinnen. Keine Ahnung, wie der das. Ja. Wie der das wertet. Egal, ich nehme es. So, Rennen haben wir. Oh, da sieht man einen von diesen schönen Pferdchen. So, ja, Freerun geht immer noch nicht. Wir brauchen mehr Energy. Ja, machen wir noch ein Rennen. Egal. So, dann kriegen wir jetzt auch Kohle. Dann kriegen wir auch, können wir mehr Sachen kaufen. Dann können wir auch mehr Energie machen. Können wir mehr Stall machen, können mehr Pferde ausführen. Witzigerweise, so wie ich festgestellt habe, haben die alle immer mit null Energie starten die.
Am Anfang kriegt man beim ersten Pferd hat die Energie drauf geschenkt, damit man loslegen kann, aber das war es auch schon. Da ist der Schild zum Beispiel, der bringt uns was, wenn wir ein Hindernis nicht schaffen, wenn wir rechtzeitig E drücken, dann ist das Hindernis Geschichte. Da, wieder Erster geworden. Yay. So muss das. So. Okay, nee, habe ich jetzt keinen Bock zu. Müsste ich jetzt füttern? Nee, nee, geh mal raus. Gut, dann gucken wir mal. Wir müssen nach dem Freerun machen. Wie gesagt, damit leveln wir halt. Wir haben halt jetzt schon 45 EP. Ja, da brauchen wir doch ein bisschen mehr. Dann gehen wir nochmal zum Beet. Ich verstehe immer noch nicht, dass es manche gibt, die nur einen normalen Einzelnamen haben. Verstehe ich echt nicht. Ja, wir mussten halt einen Dreiernamen nehmen. Das ist ähnlich wie bei Star Stable, dieses Auswahlmenü, wo man die Namen vorgegeben hat, wo man dann zusammenstellen kann aus drei verschiedenen Teilen. Ja, haben wir einen Schatz gefunden? Okay. Interesting. Okay. Ah, die spawnen jeden Tag neu. Ja, das ist gut. Gar nicht mal so verkehrt, aber die sieht man auch so ganz schlecht immer. Sehen, ob wir noch ein paar mehr finden. Gebrauchen kann man sie ja. Da ist noch eins. Hallo, Jesus, danke. Ja, die Steuerung ist etwas verwaschen auf der Map. Noch eins. Yay. Nimmst du's? Hallo, danke. So. Den Freeroll würde ich schon ganz gern machen, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Futter. Na, schade, man kann nicht zwei auf einmal nehmen. Na gut, dann eben einzeln immer ein paar mehrere. Kann nicht schaden. Wir kriegen eh Kohle wieder zu, den Upgraden. Na, ja, dann kriegen wir die Banane noch. So. Dann gucken wir mal, dass wir mal ein bisschen höher gehen. Banane und Apfel. Ja, Quatsch. Karotte und Apfel. Das Battle. So, dalle. Jetzt kann man Freerun gehen. Ja, das ist Freerun, wie soll ich sagen. Das ist einfach nur, komm so weit, wie du kannst. Mehr ist es nicht. Ist so wie es Rennen, aber halt unbegrenzt lang, denke ich mal. Und man kann halt, man muss halt so weit kommen, wie man will, wie man schafft. Die Hindernisse kommen halt immer öfter. Es wird am Anfang ein bisschen einfach. Ja. Sich erstmal sammeln, dann kommen die Hindernisse nach und nach halt immer mehr. Mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen. Weil wenn man gegen ein Hindernis kommt, dann ist das Rennen vorbei, ist das also Freerun vorbei. Im normalen Rennen wird man langsamer, hier ist es vorbei. Ja, jetzt kommen wir schon dichter. Ah, da macht gut. Yay! Jetzt kommt aber richtig durch, da habe ich geschrieben. Oh, knapp. Da habt ihr es gesehen. Das war aber ganz schön knapp hier. Speed, ja, gut. Ich weiß nicht, was der mir hier bringen soll. Also im normalen Rennen kann ich verstehen, aber hier, wofür? Der bringt mir gar nichts, da renne ich irgendwo gegen und ist vorbei. Nee. Den Magnet und das Schild, das bringen hier beim Freerun mehr. Da oben steht der Kühl gewesen. Ich frag mich auch mal, wie ein Pegasus da oben hinkommt. Der da hochfliegen kann. Das ist ja, das wird gerade unbar. Das könnte ja über alles wegfliegen. Oh, wir hatten hier seinen Müll abgeladen an diesen Steine. Ja, das war klar. Da hatten wir das Schild recht, hatte ich noch gehabt. Oh, das war Mist. Okay. Aber wir sind 936 gut.
bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Könnte schlimmer sein. So, Tagesaufgabe. Naja, in Anführungszeichen Levelaufgabe haben wir geschafft. Das heißt, wir sind jetzt immer so weiter. Sehr schön. Level 6. Yay! Wir haben mehr Sachen unten. Ne? Die Sachen kriegt man, also das Pferd könnte ich mir jetzt kaufen. Die Sachen übrigens kriegt man nur durch die Gewinne in den Wettbewerben. So kriegt man die nicht. So, ja, wir könnten eigentlich noch ein Pferdchen kaufen. Wir können uns doch eigentlich mit dem Pegasus leisten. Wir müssen eigentlich nur den Stall upgraden auf Level 5. Okay. Ja, müssen wir upgraden erstmal. Und wir haben sowieso keinen freien Stall. Yay. Ich würde sagen, dann versuchen wir das mal. Stall. Ja, da ist unser zweites Pferd. Bauen wir noch einen Stall. Upgraden wir den. Mal sehen, wie weit wir kommen. Okay, auf Stufe 3. Müssen wir noch ein bisschen Rennen machen. So, okay, neue Questen. Farmer Crowd, die können wir machen. Karten können wir gebrauchen. Claim, danke. Ja, könnt noch mehr gebrauchen. Na, was haben wir noch? Na, ja, Race ist klar. Ein Freerun, das kommt auch immer zum gleichen. Ja, dann gucken wir mal. Gut, dann würde ich sagen, noch ein Rennen. Ja, das da drüben nervt, dass der Chat immer aufgeht. Das ist so nervig. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht Escape drücke. Ja. Weil, wenn ich Escape drücke, schließt sich das Spiel. Können wir nicht in den eigenen Raum wechseln? Irgendwo war das doch gewesen. Wo haben wir das denn? Nee. Da ist es doch. Sehr schön. Dann gehen wir auch offline. Dann sehen wir den Chat nicht die ganze Zeit. Das ist nervig. Ja gut, wir sehen natürlich, wie wir joinen. Jetzt ist wenigstens Ruhe. Ich denke mal, jetzt werden wir auf jeden Fall gegen Bots rennen. Keine Ahnung, wie das bei den Online-Rennen ist, ob man da gegen Bots rennt. Das ist ja nicht so bei Alicia Online. Da rennt man auf jeden Fall gegen andere Spieler. Dann merkt man aber auch, wie die anderen Reiter reagieren hier. Naja, klick, hüpf, klick, hüpf. Klick, hüpf, mehr ist es ja nicht. Yay, noch mehr Hufeisen. Ich denke mal, die Hufeisen sind dafür da, dass man am Tagesbeginn immer noch mal einen kleinen Schub kriegt, weil man sieht, man kriegt ja ein paar Hufeisen, dass man wenigstens wieder starten kann, um sich Futter zu holen, dass man weitermachen kann. So, aber das Problem ist, man sieht nicht alle Hufeisen. Da gibt es einen kleinen Trick für. Mal sehen, ob wir erstmal eins noch hier finden. So, das ist der Trick. Und guckt mal da hinten in der Ecke. Ja, das haben wir durch den Baum nicht gesehen. Jetzt sieht man es. Man geht einfach auf Füttern und dann sieht man auch die Hufeisen alle. Auch die, die unter Bäumen sind. Ich muss ein bisschen Glück machen. Ich habe gestern noch nicht alle 10 gefunden. Ich bin mal gespannt, was ist, wenn ich alle finde. Da haben wir noch eins. Sehr schön. 8 von 10. Kleiner Spirit ist auch langsamer jetzt auf Level 5, das ist cool. Mal sehen, wie weit wir mit dem kommen. Die Farmen. Ah, hier ist keins. Also die Steuerung ist echt nervig bei dem Spiel, sage ich ganz ehrlich. Hier ist kein Hufeisen mehr. So, da sind auch noch die Farmen, die anderen. Es ist halt nur Klick dahin und Pferd rennt dahin. Steuerung ist eigentlich ein bisschen, also es ist sozusagen ja so ein halb Star Stable mäßiges, ja genau, jetzt springen, super, so ein halb Star Stable mäßiges, nur mit Pferden und dass man wohin klicken muss, dass die Pferde gehen und die rennen halt mit Hüpf, Hüpf, Klick ist, ja. Man kann sagen, vom Pferdemodell her so ein Anfangs Star Stable Dinge fast. Also haben die Pferde damals ja auch nicht besser ausgeschaut. Aber zumindest die Beine sind etwas filigraner als beim Anfang in Star Stable. Das muss man im Spiel lassen. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Es gibt es halt auf Steam. Ich habe es irgendwann mal gekauft, wo es dann im Angebot war. Das ist schon eine Weile her. Ich habe das letzte Mal 2019 gespielt gehabt. Mein Anfangsspielstand ist weg. Keine Ahnung, wieso, was, warum. Es
Kann vielleicht sein, dass damit zusammenhängt, dass ich meinen Computer 2019 gesponnen hatte. Ich habe den ja 2018 gekauft. Anfang 2019 hat er. Nee, ich habe es gerade nicht mal angemacht, oder? Hab ich's? Nee, ich habe es wieder installiert, 2019. Ich habe es noch nicht gespielt. So. Mal sehen, was wir kosten. Dann müssen wir noch mal ein bisschen füttern. Na komm, was nehmen wir denn? Man hat halt keinen Bock, irgendwie zu viel zu verschwenden. Okay, 14. Ah, mal ein paar Rennen, dass wir Kohle kriegen. Ja, ist, wie gesagt, die Rennen sind ziemlich simpel. Oh, Shetty im Hintergrund. Erster. Da war mal zwei Nasenlänge vom Teppich. Ne? Sehr schön. Damit leveln wir wieder. So, dann werden wir das nächste Rennen anmachen. Wir haben einen Preis. Gucken wir mal, was wir haben. Ja, das sind halt die Sachen, wo ich mich ganze Zeit gefragt habe, warum man die nicht kriegt, aber man kriegt sie so einfach nicht. Die muss man erst gewinnen und dann hat man hier rechts. Ja. Eine neue Maske. Yay. So, nehmen wir das. Rennen haben wir gemacht, damit leveln wir. Was haben wir denn noch? Den auf 100.000. Sehr schön, wieder eine Quest erledigt. So, noch zwei Quests. Na, die machen wir auch noch. Wie gesagt, das ist total, ja, wenn man es einmal raus hat, ist das Sprung sich ein bisschen, ja, nicht ablenken lässt, wenn man die Sprünge hüpft, dann ist das Spiel eigentlich relativ einfach. Es geht eigentlich nur darum, Rennen zu machen, Hufeisen zu farmen, dass man halt immer mehr kriegt, immer weiterkommt, Level up und die anderen Pferde kriegt. Das ist eigentlich nur ein Pferdesammelspiel. Mehr ist es nicht. Boah, wieder fest, erster Platz. Yay! Und Level up. Oh, ich habe wieder einen Preis gewonnen. Was kriegen wir diesmal? Ah, Bandagen. Yay. Sehr schön. Schade, dass wir die andere Maske nicht haben. Das würde viel schöner sein. Geht füttern hier nicht. Okay, oh, das muss eigentlich. Ach, jetzt habe ich in meinem Fußball wieder abgespielt. Oh, nee. Naja, ich vergesse es immer wieder. Okay, dann machen wir ein Rennen. Dann versuchen wir mal den Pegasus zu kriegen. Das ist ein Alicorn. Das ist ein Alicorn, weil es ein Horn hat. Ein Magnet, noch geiler. Gib mir Hufeisen. Gib mir. Und noch Magnet. Nehmen wir doch gerne. Ist dann wieder voll und yes, geschafft. Kriegen wir diesmal was? Nee. Wir haben kein Level Up. Warten wir aufs nächste Rennen. Bis neu, ihr Vlog, ganz gut.
schön. So, gibt ein Level Up, gibt Hufeisen, sehr schön. Dann gibt es auch wieder was Neues. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Ja, Claim Price. So, was kriegen wir? Ah, schon wieder. Sollte es doch eigentlich reichen. Noch 15. Okay, nochmal rennen. Wir brauchen Kohle. Sehr schön, die Karotte haben wir auch gekriegt. Noch eine, ja, die nehmen wir doch gerne. Oh nee, zu früh abgesprungen, nein. Oh. So ein Mist. Vierter Platz nur. Ah. Das erste schlechte Rennen. Das ist jetzt ärgerlich gewesen. Naja, gut, egal, weiter. Wir können noch eine rennen und danach noch eins. Okay, wir brauchen Hufeisen. So, hätte ich mal springen sollen. Hätte ich ein Schild gekriegt. Ah, Apfel. Danke. Ich bin nochmal den Schild. Ach, okay. Noch ein Apfel. Yay. Oh, was ist denn mit dem kleinen Chatty links los? So, da habt ihr es gesehen. Wieder einfach nur Schild aktivieren. Weg den Schild. Erster Platz, yes! 500 Hufeisen und 200 EP und wir haben wieder was gewonnen, aber das wollen wir noch nicht, das gucken wir gleich. So, nächstes Rennen bitte. Danke. Gib Gas. Mal sehen, was wir jetzt wieder schaffen. Ja, wir kommen mit Hufeisen recht gut voran. Also die Rennen sind wirklich gut zum Sammeln. Ich denke mal, wenn man sich da richtig reinhaut jeden Tag, dann... Oh, Magnet. Mehr Hufeisen. Mehr Hufeisen. Danke. Da hat man ein bisschen was. Oh, und da ist schon das Ziel. Was war das für ein kurzes Rennen? Ja, und wieder gewonnen. 250. Hui. So, dann gehen wir nach Hause. Dann gehen wir mal in den Stall. Woanders denn? Ne, da können wir noch nicht. Oder doch? Können wir den schon kaufen? Ne, wir müssen erst auf Level 5 machen. Wo war das denn? Wo wir das den Preis nochmal kriegen? Ja, ja, das ist es nicht. Hä? Ne, oh, jetzt habe ich abgegradet. Scheiße. Wo ist denn das? Wo kriegt man Preis? Ah, da. Sehr schön. Ah, eine Schleife. Ja, die machen wir doch gleich drauf. Sehr schön. Das gibt auch nochmal Bonus. Sehr schön. So, dann upgraden wir den Stall nochmal. Oh, sehr schön. Jetzt können wir den Pegasus kaufen. Beziehungsweise nicht den Pegasus, das ist Alicorn. Komm zu Papa. So, wie nennen wir dich? Wie nennen wir dich denn? Ich glaube... Ja, genau. Ja, wer kennt sie? Wer kennt sie, Lady Amalcia? Hm, ja, das wird so geschrieben. Lady Amalcia, das Einhorn aus dem letzten Einhorn. Den Namen, den sie von Schmetterig gekriegt hat, als sie in König Hagars Schloss gekommen sind. Okay, so fliegt man also. Ah ja. Interessant. Die Steuerung ist genauso bescheiden. Ey, das ist nichts. Ja, gut. Gehen wir mal zur Farm. Das kleine Tierchen ist hier Lando. Danke. Könntest du mal auf die Farm klicken? Ah, geht hier nicht. Okay, dann geht's hier. Ja, Upgrade. Dann kriegen wir auch Bananen. Ja, geht relativ schnell. Also, wenn man da richtig sich hinterher... ist die ganze Zeit, dann kriegt man das Zeug richtig schnell.
Und eine ganze Menge Rohstoffe schon. Futter, das habe ich aber kein Problem mit. Je mehr wir haben, umso besser ist es. Dann nehmen wir noch ein paar Beinchen. Wir haben es ja momentan. Dann nehmen wir noch mal eine. So, das sollte reichen. Und dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? Erstmal füttern. Von der Werte her, Banane, Apfel. Was sind wir bei? Ja, dann können wir den Freerun machen. Sehr schön. Mal sehen, was wir kommen. Das ist schon krass, dass der Freerun immer so hoch ist, wie auch die komplette Energie ist. Das ist schon viel. Der erste Freerun war nämlich viel niedriger, wo man nicht so viel Energie hatte. Naja. Okay, Pegasus kann also auch nur normal springen. Ja, Pegasus, Alicorn, Pegasus sind die anderen. Pegasus ist der ohne Horn. Aber fliegen kann man hier nicht. Also bringt uns das gar nichts. Es bringt höchstens was mit einem Magnet. Es wäre aber auch total inbar, wenn wir hier fliegen könnten. Das wäre es noch. Würden wir einfach über die Hindernisse hinwegfliegen bis zum Ende der Map. Sofern es ein Ende gibt. Ja, ein Speedy kann man nicht gekriegt, also kriegen wir zumindest den Magneten. Sehr schön. Nachher dieses Eisen. Oh, wir kommen aber gut voran hier. Ach Mensch. Ja, kein Kleister. Ja gut, dann hat sich das Naja, hier sind wir doch weit gekommen, relativ. So, Claim. Sehr schön, dann sind wir bald auf dem nächsten Level. Okay, fährt auf Level 2 den nächsten. Das sollte ja kein Problem sein. Füttern wir nochmal. Karottchen. Und dann gehen wir ins Rennen. Tadala. Sehr schön mit der Magnet. Das nehmen wir doch gerne. Auch wenn er uns hier gerade noch gut bringt. Nächste los. Oh, super. Ganz tolles Kino. Erstes Rennen und schon verloren. Fünfter Platz. Ja, super. Letzter. Geil. Gracias. Super. Na gut, dann gucken wir mal, wie das nächste Rennen ist. Besser wird. Auf Nummer sicher gehen, Rennen gewinnen, weil wir kriegen am Ende ja schließlich dadurch den Bonus, wenn wir als erstes durchs Ziel gehen, so wie hoffentlich was trinken. Das reicht ja. Einen Apfel geben. Und wieder fit. Und weiter geht's. Zum Schluss hin. Ja, ist klar. Das bringt uns auch sehr viel, das Schild zum Schluss. Naja, zumindest sind wir auf Platz 1. Wir kriegen wieder richtig EP. Sehr schön, wieder einen Preis gewonnen. Wollen wir noch nicht. Gucken wir später. So, nochmal füttern. Und weiter.
auch Münzen. Der uns hier jetzt gerade nicht wirklich. Also wenn die Items so spät kommen, das ist so ein Schwachsinn. So, was kriegen wir? 120, das ist kein Level Up, schade. Na, da kriegen wir doch noch ein höheres Level hin, oder? Machen wir noch eins? Ja, klar, wir haben da noch. Tja, guck mal, den Preis, was haben wir gekriegt? Oh, Herzchenmaske. Okay, das sind die an, die sind wohl Pferd personalisiert. Das heißt, wir müssen die Preise für jedes Pferd einzeln gewinnen, weil die anderen zeigt er ja hier nicht an. Schade eigentlich. So, wo sind die anderen? Wo waren das jetzt nochmal? Ja. Wo waren das nochmal? Ich vergesse das, ich bin so ein Dösbaddel. Ach ja, stimmt ja hier oben. So, was kriegen wir jetzt? Oh, eine Schleife. Und nochmal dieselbe Schleife. Willst du mich verarschen? Ja. Okay, das finde ich natürlich ein bisschen blöd. Ah ne, das ist Mähne. Ah ja, gut. Wow. Upgraden wir erstmal noch den Stall, das ist wichtiger. Dann brauchen wir 3000 für, das dauert noch ein bisschen. Boah. Das ist das Spiel Horse Paradise, wie ihr seht. Ein kleines interessantes Spiel. Naja, könnt ihr euch nochmal angucken, den schönen Alicorn hier. Unsere Lady Amalthea schaut, dass es nur Catix Firestar zu sehen ist. Naja, gut. Joa, ich würde sagen, dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Ich werde nochmal eine Folge, denke ich mal, machen. Bis dann. Ciao.